Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um Folgendes. Schaut es euch doch mal an. Tonträger abgesetzt, das ist Weltrekord. Der Film This Is It über die Proben zum Comeback. Wie ihr gesehen habt, wir können die Hintergründe ändern, wir können Videos abspielen, wir können noch viel, viel mehr Sachen machen. Und ich erkläre euch jetzt in dem Video den Hintergrund dazu, was man beachten muss, was man wissen muss, um das Ganze zu bewerkstelligen und sonstige Informationen. Falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert ihn doch, es ist komplett kostenlos für euch. Und ich freue mich über jeden einzelnen Abonnenten. 70% der Zuschauer sind keine Abonnenten, hat mir YouTube gesagt. Somit, ja, bitte abonnieren. Tut nicht weh, kostet nichts. Und ihr bekommt immer wieder Hinweise, wenn es so etwas Tolles gibt wie jetzt, dass wir unser Sync-System ein wenig modifizieren können. Entschuldigt meine Stimme, ich bin ein bisschen krank. Trotzdem, ich versuche hier mein Bestes jetzt mal zu geben und euch zu erklären, wie man das Ganze macht und was man beachten muss. Also, für die, die es vielleicht interessiert, ganz, ganz kurzer Rückblick. Vor circa 1,5 Jahren gab es schon die Möglichkeit, so etwas zu machen, allerdings mit einer sehr komplizierten Methode. Man hat eine externe Hardware gebraucht, man musste das API-Modul ausbauen und. Das war mir alles zu kompliziert bzw. zu aufwendig, um irgendwas da modifizieren zu können. Und mit jedem Update war die Modifikation weg. War es mir also nicht wert, euch das Ganze zu zeigen. Für einen wirklich ganz, ganz kleinen Teil der Zuschauer wäre es gegebenenfalls überhaupt interessant geworden. Hat also keinen Sinn gemacht. Vor circa dann einem Jahr, also circa ein halbes Jahr später, gab es dann eine Möglichkeit, das Ganze über den USB-Stick zu hacken. Allerdings war diese Methode nicht publik, sprich nur ein ganz kleiner Kreis hat gewusst, wie es funktioniert, und die haben natürlich damit Kohle gemacht. Sprich, jeder, der das Ganze wollte, konnte, durfte zu denen hinfahren, dann haben die das Ganze per Stick gemacht und dann hat man Videoplayer oder sonstiges auf seinem Sync gehabt. Ja, und mittlerweile ist es so, dass das Ganze publik geworden ist, wie es funktioniert. Erst vor ein paar Tagen, ich hatte bisher wirklich keine Zeit, mich da wirklich intensiv einzulesen oder zu machen. Ich wollte jetzt auf die Schnelle euch mal zeigen, wie es überhaupt funktioniert. Was man beachten muss, ich werde bestimmt das eine oder andere vielleicht zu grob anreißen oder erklären. Entschuldigt hier bitte, aber das ist immer so ein Spagat. Ne? Erklärt man es zu detailgenau oder erklärt man es zu grob? Irgendeiner wird sich immer beschweren. Okay, fangen wir an. Also, was wir brauchen, mindestens ein USB-Stick. Größe prinzipiell egal, wir brauchen nur ein paar Megabyte. Also stellt sicher, dass ihr einen USB-Stick habt, der funktioniert. Ich habe euch in meinen letzten oder in den letzten Videos immer wieder gezeigt, wie man das Sync-System aktualisiert und die Karten aktualisiert. Verlinke ich euch natürlich unten in meine Videobeschreibung diese Sticks. Die funktionieren bei mir einwandfrei. Ich habe jetzt für diesen Test mal ein paar andere Sticks ausprobiert, einfach mal zu schauen, ob die funktionieren oder nicht. Und musste feststellen, der ein oder andere Stick funktioniert nicht. Also stellt sicher, dass ihr einen Stick habt, der funktioniert. Das ist das Allerwichtigste. Dann zum Zweiten brauchen wir unterschiedliche Dateien. Das Ganze ist in, je nachdem wie man es macht, in 2 Schritte bzw. in 3 Schritte unterteilt. Der erste Schritt ist der essentiell wichtigste Schritt. Die nachfolgenden Schritte bauen im Prinzip auf diesem ersten Schritt aus, dass dieser erfolgreich durchgeführt worden ist. Diesen ersten Schritt und den zweiten bzw. den dritten, je nachdem wo ihr euch die Dateien holt, ist der zweite und dritte Schritt kombiniert. Dann habt ihr also im Prinzip anstatt 3 Schritte 2 Schritte. Erfolgt dann auch nur einmalig, und später, nachdem diese 2 oder 3 Schritte durchgeführt worden sind, kommen die gewünschten Modifikationen, die ihr haben wollt. So, und der Schritt 1 ist der essentiell wichtigste. Stand heute, das ist ja alles relativ frisch, das wird ja natürlich noch verfeinert, getuned, gemacht. Es kann sein, dass in einer Woche, in einem Monat oder wie auch immer das Ganze dann viel einfacher funktioniert. Ich erkläre es euch jetzt, wie es jetzt funktioniert für alle, die es jetzt nachmachen wollen. Der Schritt 1 ist folgender. Mal ganz grob erklärt. Wir packen die Dateien oder diese Hack-Datei auf den USB-Stick. So, als ob wir ein Update oder Karten aktualisieren wollen. Könnt ihr USB-Stick exFAT formatieren und dann ja, die Dateien drauf kopieren. Ihr habt also dann quasi eine Datei und den sogenannten Sync My Ride Ordner, der ja immer auf dem USB-Stick vorhanden ist. So, habt ihr das gemacht, ist Folgendes zu berücksichtigen. Diesen Stick einfach nur einstecken funktioniert nicht. Wenn man den einsteckt, erkennt das Sync-System diesen Stick, versucht dann was zu machen, es kommt allerdings eine Fehlermeldung. So,
Und jetzt kommt der ganze Trick dabei. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, dass das Sync-System die Dateien trotzdem akzeptiert. Der ganze Knackpunkt hier ist, zum richtigen Zeitpunkt das Sync-System neu zu starten. Und hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze über die Foreskin-Software zu machen. Man muss also die OBD-Schnittstelle einstecken, Foreskin-Software starten und dann zum richtigen Zeitpunkt über die Foreskin-Software das Sync-System zu einem Reboot zu bewegen. Kann man machen? Ja, der eine oder andere. Hat vielleicht sich die Foreskin-Software besorgt und den Adapter, den ich ja überall verlinkt habe. Für diejenigen, für die Foreskin-Software nichts ist, beziehungsweise die das Ganze nicht nutzen möchten, gibt es natürlich die Möglichkeit, das Sync-System von Hand neu zu starten. Und ich habe jetzt diese, ich nenne es jetzt mal manuelle Reboot-Funktion benutzt, weil sie von jedem ausprobiert werden kann. Also auch für diejenigen, die keinen Laptop haben, die keine Foreskin-Software haben, die keinen Adapter haben oder sonstiges, die können quasi diese Anleitung nehmen und ohne die Foreskin-Software das Ganze machen. Wir stecken den USB-Stick ein. Das Sync-System erkennt diesen USB-Stick und dann wartet ihr ein wenig. Das Sync-System versucht jetzt, diesen USB-Stick zu indexieren, zu schauen, was ist da drauf. Und diese eine Datei, die sich auf dem USB-Stick befindet, versucht das Sync-System zu installieren. Und es kommt eine Fehlermeldung. Das ist ganz normal. Nachdem das Ganze passiert ist, ziehen wir den USB-Stick raus und machen Folgendes. Wir stecken diesen USB-Stick nochmal ein und zählen die Zeit, bis dieser Fehler kommt. Sprich, das Sync-System kennt jetzt diesen Stick. Es muss nicht mehr gecheckt werden, was ist das für ein Stick. Es muss nicht mehr indexiert werden, sondern quasi dieser Fehler erscheint jetzt viel schneller. Wir stecken den USB-Stick ein und bei mir waren es jetzt nach circa 3 Sekunden, wo dieser Fehler aufgetaucht ist. Also jedes Mal, wenn ich den USB-Stick reingesteckt habe, kam nach 3 Sekunden dieser Bildschirm, also dieser Fehler. Das ist der erste Punkt, den wir uns behalten müssen. Der zweite Punkt ist, wie lange braucht das Sync-System, um einen Reboot durchzuführen. Wenn ich also die Volume-Taste und die Fast-Forward-Taste gleichzeitig gedrückt halte, also diese Tastenkombination wähle, zähle ich die Zeit, wie lange mein System braucht, um neu zu starten. Bei mir waren es 5 Sekunden. Und wir müssen jetzt einen Zeitpunkt erwischen, wo quasi wir das System zu einem Neustart bewegen, bevor diese Fehlermeldung kommt. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, 5 Sekunden, 3 Sekunden passt nicht ganz. Ich musste also bei mir diese Tastenkombination drücken, also ihm sagen, ich möchte jetzt einen Neustart haben, habe 2 Sekunden gewartet und habe dann den USB-Stick reingesteckt. Dann hat es nochmal circa 3 Sekunden gedauert und dann hat mein Sync-System einen Neustart durchgeführt. Und beim ersten Mal hat das Ganze schon scheinbar geklappt. Wieso scheinbar? Weil, nachdem das System also dann neu startet, ziehen wir den USB-Stick raus. Quasi den ersten Schritt haben wir gemacht. Wir haben allerdings keine Möglichkeit, um nachzuschauen, ob unser Hack funktioniert hat oder nicht. Im nächsten Schritt nehmen wir wieder einen USB-Stick. Wir müssen sicher sein und sicher gehen, dass wir einen verwenden, der funktioniert. Deshalb nochmal, verwendet einen, wo ihr euch sicher seid, dass er funktioniert. Und dann kopieren wir den USB-Stick 2 und 3 oder in Kombination 2, 3, je nachdem, was euch zum Download angeboten wird. Und auf diesen 2 Sticks, die wir jetzt brauchen, ist einmal der sogenannte Daemon, den wir installieren möchten, und dann die Modifikation oder die Erweiterung, dass wir Modifikationen installieren können. Der Daemon ist eigentlich das Allerwichtigste. Deshalb, diesen Stick 2, den stecken wir jetzt ein und warten. Und warten einfach mal ein paar Sekunden und schauen, was passiert. Wenn der erste Schritt, den wir gemacht haben, also mit diesem Reboot, geklappt hat,
dann wird jetzt unser Stick erkannt und der Dämon wird installiert. Wie ihr seht, bei mir hat es direkt beim ersten Anlauf geklappt. Ich habe den Stick reingesteckt, ich hatte einen Kombi-Stick. Sobald der erste und zweite Schritt durch sind, seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. Der Hack hat geklappt und der Dämon ist installiert. Und dieser Dämon ist eigentlich mit unter anderem das Wichtigste, weil der überprüft jetzt im Hintergrund, welcher Stick ist eingesteckt und kann ich davon irgendwas installieren. Ist das erledigt, sieht das Sync-System immer noch aus wie vorher. Ihr habt also jetzt nichts wirklich dazu gewonnen. Außer die Möglichkeit, Modifikationen zu installieren. Modifikationen gibt es aktuell, ich habe es nicht gezählt, ein Dutzend. Auf einer Internetseite, die nennt sich Elfmods, verlinke ich euch auch auf meiner Internetseite. Dort könnt ihr euch dann anmelden und diese Modifikationen runterladen und installieren. Und das ist genauso einfach, beziehungsweise genau nach dem gleichen Schema, wie wir ein Update machen oder Karten installieren. Modifikationen runterladen, hat paar Kilobyte, paar Megabyte, die entpacken, auf einen Stick kopieren und dann ganz normal reinstecken. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich meine zwei Modifikationen durchgeführt habe, beziehungsweise installiert habe. Das erste ist die Modifikation, dass ich Hintergrundbilder ändern kann. Einfach auch hier den Stick reinstecken, ein wenig warten und wir bekommen jetzt eine Rückmeldung. Es ist alles fertig und installiert. Stick rausziehen. Nachdem der Stick rausgezogen worden ist, startet das Sync-System automatisch neu. Das gleiche machen wir zum Beispiel jetzt für den Videoplayer. Auch hier Stick reinstecken, ein wenig warten. Der Videoplayer wird installiert. Stick wieder rausziehen und dann habt ihr den Videoplayer installiert. So, wir haben jetzt also die Möglichkeit oder die Modifikation installiert, Hintergrundbilder zu ändern und Videos abzuspielen. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Also, Videos abspielen ist relativ simpel. Holt euch ein Video, was ihr da sehen wollt, kopiert es auf den USB-Stick ganz normal. Dateiendungen werden unterstützt, MP4, MPEG-4, AVI, ja, und weitere, die könnt ihr verwenden, auf den Stick kopieren und ja, dann seht ihr quasi in dem linken unteren Punkt Media, wählt einfach als Quelle den USB-Stick aus, dauert ein bisschen, bis er den durch hat, beziehungsweise durchgeschaut hat, was ist da alles an Dateien drauf, was kann ich abspielen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einfach ein Video auswählen, auf Play drücken und dann kommt auch schon ja, der Ton. Und wenn ihr rechts auf diesen Button da drückt, dann erscheint auch das Video in Vollbild nach einer gewissen Zeit. Genau. Und ja, um Hintergründe oder Hintergrundbilder zu ändern, müsst ihr auf dem USB-Stick eine spezielle Ordnerstruktur erstellen. Steht allerdings auch in der README-Datei. Wenn ihr euch also diese Background-Modifikation runterlädt und die auf den USB-Stick kopiert, ist dort auch eine README-Datei. Die einfach aufmachen und dort steht drin, dass wir einen Ordner erstellen müssten. Custom Backgrounds muss auf dem USB-Stick quasi als Ordner vorhanden sein. Und als Unterordner haben wir einen Ordner, der nennt sich Day und einen, der nennt sich Night. Und dort können wir dann unsere Hintergründe reinkopieren. Day sind quasi die Hintergründe, die wir in der Tagesansicht auswählen können. Und Night sind die Hintergründe dann abgespeichert, die wir dann in diesem dunklen oder Nachtmodus auswählen können. Habt ihr dort eure Hintergrundbilder reinkopiert, auch hier den USB-Stick reinstecken. Es dauert ein wenig, obwohl die Dateien klein sind, nur ein paar Kilobyte, dauert es ein wenig, weil das System den Stick zuerst mal checkt und dann die Dateien rüberkopiert. Wenn dieses Rüberkopieren erfolgreich war, bekommt ihr auch wiederum eine Rückmeldung, dass diese neuen Hintergrundbilder installiert worden sind und dann startet das System wieder neu und dann könnt ihr ganz normal in dem Sync-System euch individuelle Hintergrundbilder dann auswählen. Wie ihr seht, muss man da ein bisschen aufpassen, welches Hintergrundbild man wählt.
damit man auch noch ordentlich die Schrift lesen kann. Also nicht jedes Hintergrundbild ist geeignet. Macht euch da mal ein paar Gedanken, was vielleicht sinnvoll ist, beziehungsweise probiert ein bisschen mal aus und fertig. Ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Ihr habt es gesehen, dass es funktioniert. Und es gibt noch viele, viele weitere Modifikationen. Ihr müsst halt entscheiden, ob die Modifikationen für euch sinnvoll sind oder nicht und ob ihr sie dann halt installiert oder nicht. Es gibt eine Modifikation, da ändert sich die Animation vom Lautstärkenregler. Es gibt eine Modifikation, wo in der Statusbar oben rechts die Möglichkeit gegeben ist, dann direkt den Bildschirm auszuschalten oder halt in diesem Bildschirmschoner-Modus zu gehen. Gibt zahlreiche weitere Modifikationen auf der Internetseite, also in diesem Forum. Wird sicherlich mit den Tagen noch mehr kommen. Schaut es euch einfach mal an, lest euch da mal ein bisschen rein und dann könnt ihr ein wenig damit rumspielen. Abonniert bitte den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Ich halte euch da immer auf dem Laufenden, wenn es etwas gibt. Falls ihr hier noch mehr Informationen braucht, schreibt mir in die YouTube-Kommentare mal rein, was ihr vielleicht noch sehen wollt. Oder habe ich es vielleicht zu kompliziert erklärt, zu einfach, zu schlecht erklärt? Da mache ich gerne vielleicht noch ein zweites Video. Schreibt mir vielleicht auch mal rein, wie viele Anläufe ihr gebraucht habt, damit das Ganze denn überhaupt funktioniert. Wie gesagt, bei mir war es, ich war selber verblüfft, nach dem ersten Mal schon komplett richtig. Also auch das Timing hat soweit gepasst und ich konnte direkt nach und nach alles installieren und hat wunderbar geklappt. In dem Sinne, bleibt gesund, nicht so wie ich, und bis zum nächsten Mal. Ciao.